Servus Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Zilla Session. Wir machen natürlich gleich weiter. Und zwar indem wir hier ein bisschen das römische Gebiet erkunden. Ganz schön interessant. Geht es hier nicht mehr weiter? Das ist jetzt ein bisschen unerwartet. Das scheint so, als ob die Römer so eine Art Küstengebiet haben, so wie Amerika damals. Die ganzen Hauptstädte, meine auch immer nur an der Küste. Egal. Wie gesagt, die wollte ich wieder zurückziehen. So. Und hier war ich am Überlegen, habe ich einen Bauernhof gebaut. Den wäre eigentlich genug Nahrung. Ja, sieht nicht schlecht aus, deswegen baue ich hier jetzt noch einen Handelsposten hin. Beim Dschungel auf jeden Fall kein Bauernhof, weil der gibt uns, warum auch immer, Wissenschaft. Ich denke mal, das kommt auch von der Religion. Vermute es einfach mal. Ist die Textur natürlich total schön, noch nicht nachgeladen. So, dann hatten wir hier unten ja die Schützen. Wo sind sie denn? Genau, danke. Die wollte ich nämlich auch mit vorziehen, weil wir dann nicht so viele produzieren müssen und die schon ein bisschen gelevelt sind. Was war denn hier? Ich muss mal schauen, ob man da irgendwas ausbauen kann. Ich meine, ich brauche die so oder so. Wegen den Schienen später. Kann man schon sehen, Eisenbahn bauen. Und ja, das wäre schon nicht schlecht. Viele Runden brauchen wir denn? 6 Runden, das heißt, ne, 11 Runden. Da war auf jeden Fall gar nichts mehr. Das heißt für mich, dass die erstmal zu Atlanta runterziehen. Ist ja kein weiter Weg, 2 Runden. Da einmal was ausbauen, dann wieder zurückziehen, du bist. So, die Kanonen. Wollte ich die auch vorziehen? Ich schätze mal. So. Schiebe dich mal weg. Die bewachen auf jeden Fall den Bottrop. Nicht, dass sie mich über Waren antanzen. Meinen, sie müssen gefangen werden. Ist ja nicht so toll hier. Da sind wir auch schon fertig. Ist die Wissenschaft schon wieder ausgewendet. Wir wissen, wann ich Gatling fertig habe und Big Ben bauen kann, Kohle finden kann. Espero que este trato reciba su bendición. Mal schauen, ob die merken. Natürlich, 33, ja, damit. Bitte schön. Aha. Wird ordentlich abgesahnt, würde ich mal sagen. Abgesahnt im Sinne von abgestaubt, nicht das andere absahnen. Was man so macht, wenn man alleine ist. Und mit PC habt und Internetanschluss. So was kaufen wir in Schütze, wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Armbrustschütze, auch nicht schlecht, aber. Obwohl in Schütze haben wir schon komplett eine Armbrustschütze und werte den dann auf. Das Wannenreich hat die Akustik schon. Bla bla, gut dann. Ja. Lang, dass es sich ausspioniert. Ach so, die mögen uns ja nicht, ja. Dann würde ich einfach mal sagen, ich wette, dass Rom und das Kettenreich die auch denunzieren, dann machen wir es einfach mal. Besprechen. Denunzieren, natürlich. So. Unser guter Armbrustschütze hat folgende Fähigkeiten zu erlernen. Erstmal Genauigkeit. Dann. Nochmal Genauigkeit. Oh, das war's schon. Kann es sein, dass er es jetzt rausgeworfen hat aus seinen Grenzen? Oh ja. Schlecht, wir brauchen das nämlich. Muss ich ihn mal. Okay. Ich will ganz was verlangt dafür. Gold und Gold.
Oder die Zitronen. Danke. Okay, jetzt haben wir zwar jetzt einen Luxusgut gekostet, aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil wir jetzt wieder weiterkommen können. Und danach schauen, ob meine Theorie stimmt, dass sie nur Küste schüttern. Vielleicht ist ja auch ein großer Landstrich, den wir noch nicht sehen. Weiß man ja nicht. So, das Spiel hat schon wieder seine Problemchen. Washington, was kann ich denn produzieren? Wie wär's mit einer Stadtmauer? Zum Schutz der Bevölkerung, natürlich. Und hier bauen wir Armbrustschützen. Ja. Und in welcher Stadt ist das? Stockholm? Da könnten wir mal eine Windmühle. Die wäre schon mal nicht schlecht. So, die Einheiten ziehen natürlich immer weiter vor. Keine Frage. Dann können wir auch mal schauen, ob die da viele Einheiten haben. Und meine gute Karavelle, die uns immer gute Dienste geleistet hat, zieht wie gewohnt weiter zurück ins Heimatgebiet. Da wollten wir Handelsfass mal sehen, das tun wir auch. Und die Kanone wollten. Ja genau, da wollte ich auch vorziehen. Ich vergesse es immer so schön. Wenn ihr meine Katze im Hintergrund hört, das ist mir scheißegal. Kann so viel nerven, wie sie will, aber die kriegt nichts zum Essen. Die haben gerade was bekommen. Ha. So bauen wir den Stein an. So. So. Jo. Schützen. Zeit wird's. Blöd, dass ich mal nur zwei Felder laufen kann. Diese lahmen Säcke. Ach, das ist ein Speer vom Unheimreich. Ach, wie süß. Isabella mag ihn auch nicht. Yes. Der Plus kommt bei ihr. Dass das Versprechen, die Einheiten abzusehen, so lange hält. Ich meine, das ist jetzt bestimmt schon 20 Parts her. Circa. Das geht doch gar nicht klar hier. Das ist in Runde 404. 404 ist gleich 42. Genau, Küstenstadt hier. Wir haben da auch einen, was haben die denn da? Kannst nicht erkennen. Sieht aus wie eine Art Tempel. So, einmal hier auf die Schafe drauf trampeln. Kann ja nicht schauen. Unsere Karavelle. Wer soll es denn auch anders sein? So, war die auch. Und. Ah, genau. Da war ja was. So, eine Verteidigung. Und. Du auch. Einmal nachziehen und dann am besten noch zu den Kanonen, falls es geht. Ich glaube mal nicht. Weil ihr beide das gleiche Zeichen haben. Handelsposten fertig. Das heißt für mich. Hier. Boah, Entschuldigung. Genau. Zack. Das Kanönchen nimmt ein Bötchen nach. So. Na gut, ich denke mal im nächsten Part. Ja, danke. Im nächsten Part hoffe ich mal, dass wir es schaffen. Die wollen Attila nicht, habe ich mir doch gedacht. Wir haben einen guten Schachzug gemacht, das sind uns alle wieder wohlgesonnen, ne? Genau, die natürlich auch, wie immer. Alle mögen die nicht. Finde ich gut. Aber wie gesagt, Boudica, du musst leider weichen. Und August Caesar eventuell auch noch. Je nachdem, wie weit wir noch kommen. Setzt dann schon im Jahr 1800. Dann geht es auch nicht mehr so lang. Ich wollte es auch nicht unendlich machen, bis ich gewinne. Es kann schon mal länger dauern als viele Parts haben wir jetzt 45. Das ist ja schon. Knapp. Bisschen mehr als 7 Stunden ungefähr.
Ah ja, jetzt zieht das so weiter. Entschuldigung. Raucherhus? Nein, ich rauche doch nicht. Ich rauche doch gar nicht. So, weiterziehen. Immer weiter ins Geschehen. Tief rein, immer härter. Härter bis C, nicht härter, sondern härter bis C, natürlich. Das gleiche wie absahnen. Das ist so eine Redewendung, die man halt bei uns benutzt. Hoffe ich. Doch. Wie auch immer. Outro hat es ja klar gerichtet. Dann gehe ich hier und baue den Handelsposten. Bam. So, wir brauchen noch Hilfe. Wer kann nicht alleine laufen? Die Schützen. Natürlich, natürlich. Und hier wollte ich den Teppich hier, die Seide abbauen. Ich sag mal Teppich hier, weil es aussieht wie ein Teppich. Ist doch ein Teppich. Jetzt ist es doch kleiner, wenn ich ihn zoome. Spiel verarscht mich. Nächste Runde. Ab geht die Post. Die Kugel dreht sich. Die böbt die auch nicht, immer noch nicht. Jetzt stellen die sich in den Weg, damit wir nicht aufs Meer kommen. Verarsch mich doch nicht. Geh da weg. Das erinnert mich an die Schweden, die da irgendwie 20 Runden lang rumgammeln und wir die ganze Zeit die Kampfanimation anschauen mussten, weil die nicht gestorben sind. Wir haben das Brandenburger Tor fertiggestellt. Das heißt, großer General bei unserer Stadt, in der das Tor errichtet wurde, und alle Einheiten in dieser Stadt hatten 15 EP. Der Technologie 4242. Glückstor. Nee, das ist nicht so gut, dass sie genauso viel haben, aber wir sind, soweit ich weiß, immer noch eine voraus, nur haben die wahrscheinlich gerade wieder ein bisschen nachgezogen mit, was weiß ich, weil irgendwie zwei ausgelassen haben, ganz, ganz hinten, und die dann jetzt gemacht haben oder so. Wir sollten trotzdem weiter vorne bleiben, hoffe ich doch. So, hier haben die mal gar keinen Anschluss, das finde ich auch interessant. Das heißt, die Hauptstadt und die zwei... Hey, ich wollte das gerade erklären, meine Theorie. Egal, die sind auf jeden Fall nicht so geschützt. Großer General, den lassen wir einfach mal hier stehen. Tut ja keinem weh. Die Bogies. Ziehen wir natürlich auch wieder vor. Die gute Kanone auch. Wenigstens haben sie ja Straßennetz ausgebaut. Aber sonst die Städte ja gar nicht. Ich hasse es also wirklich. Deswegen spiele ich nicht gerne auf Militär. Weil die Cops einfach nichts ausbauen. Ich weiß nicht, wie es auf einer höheren Schwierigkeitsstufe ist, aber ich schätze mal, dass sie da schon mehr ausbauen. Aber, weiß ich nicht. Das ist halt an sich zu schwer. Wenn man so wenig Zufriedenheit hat. Sieht man jetzt, ich habe wieder 0. Das geht eigentlich nicht. Der minus 9 oder minus 10 im Schwierigkeitsgrad. Und in der nächsten Runde haben wir endlich die Sozialpolitik. Yes! Aquädukt. Und in Amsterdam. Könnte man natürlich schützen, mache ich auch. Obwohl, nee, das reicht erstmal. Ah, eine Mittenmühle. So, nächste Runde. Die Dingenskirchen will ich noch. Ah, du ziehst uns her, du hast keine Stadt, keine Städte, du kannst nicht mal. Und Montezuma ist ausgerottet. Also mal wieder. Ich weiß ja nicht, was der da macht, dass er immer wieder Einheiten bekommt. Was wollte ich machen? Ich hab schon wieder vergessen. Ach, Sozialpolitik, natürlich, komm, beeil dich, ich will die haben. Sie haben Sozialpolitik, bitte. Komm schon, komm schon. Nein, wir sind wieder unzufrieden. Okay. Jetzt muss ich auf jeden Fall, also hier habe ich schon fertig alles. Wenn ich Ehre voll mache, dann kriege ich Gold für die getötete Vergangenheit, hier kriege ich 50% mehr Erfahrung. Und zwar irgendwo gab es plus 1 Zufriedenheit pro 10 Bürger in einer Stadt. Gab's hier nicht auch was?
Genau, Humanismus plus Universitätsobservatorium und für die Schule. Da machen wir das hier. Das wollten wir nämlich sowieso machen. Und dann haben wir auch schon eine 15. Bam! In your face! Und dann beende ich die Aufnahme. Wir sehen uns morgen wieder, wenn es heißt, wir vergewaltigen andere Völker. Tschüss, Leute.